Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play A Night Story. Ich muss sagen, es ist ein Stegreifprojekt geworden. Ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung, wie man Let's Plays macht. Ich weiß nicht mal das. Und es ist eigentlich ein Beweis dazu, weil alle Menschen sagen, ja, jeder kann LPen, man braucht nur Übung, man braucht nur ein Spiel, wozu man was sagen kann, etc. Und hier der Beweis, dass es nicht geht. A Night Story. Ein Spiel, was meiner Meinung nach allerdings jeder mal Let's Played haben sollte, einfach weil es so inhaltsreich und storytechnisch brillant ist. Ganz ehrlich, ihr seht's, es ist unfassbar ein RPG-Spiel. Also macht mit, zieht eure gedankliche Rüstung an, nehmt das Schild in die Hand, setzt den Metallhelm auf und das Schwert und geht raus in diese Welt. Es ist einfach unfassbar. Tristan the Noob, der sich aufmacht, die Welt zu retten. Er kämpft gegen Schleim, blauen Schleim. Sein Ziel ist momentan, ja, ich weiß nicht, wo er hin will. Ich weiß nur, er will Level 2 erreichen und er arbeitet daran. Und wenn man oben links schaut, in exakt 8 Sekunden hat er es geschafft. Oh, zittert ihr auch schon so wie ich? Es ist unfassbar. Moin, 3, 2, 1. Und jetzt Level Up, Saving. Er ist Level 2. Es ist, ah, oh, boah, ich habe Gänsehaut immer noch. Oh mein Gott, ist das ein Moment gewesen. Und weiter geht's. Er geht zu seinem Ziel und wieder ein Schleim im Weg. Drei Schläge, der Schleim verbrennt. Ja, er hat wohl ein Feuerschwert in der Hand. Es ist aber nur unfassbar. 100 Sekunden rennt er schon zu seinem Ziel und wieder ein Schleim. Die ganze Schleimwelt hat sich gegen ihn gestellt. Aber er hält durch. Tristan, du schaffst es. Du hast nicht mal einen HP-Balken, der irgendwie auf Null fallen kann. Völlig egal. Lauf, Tristan, lauf. 10 Gold hat er schon gesammelt. Damit könnte er sich was kaufen, wenn es einen Shop gibt. Es gibt keinen Shop. Wer braucht schon einen Shop? Aber man kann sich unten 10 Minuten Bonus und 20, 25 und 60 Minuten Bonus kaufen. Ich habe aber keine Ahnung, was das bringen soll. Wahrscheinlich noch mehr Zahlen. Da, wo jetzt wahrscheinlich 127, 128 und 130 steht. Völlig egal, 13 Gold. Jeder Schleim hat ein Goldstück in der Tasche. Den muss man erstmal rausholen und wahrscheinlich eine Stunde lang sauber machen. Ansonsten kriegt man AIDS. Nee, keine Ahnung. 140 Sekunden spielen wir schon. Es ist unfassbar. Also ich habe mir vorgestellt, aus A Night Story, das LP, ich denke, 70 Teile werden das, 15 Minuten, rechnet's aus. Ja, das sind 1000, ich rechne es aus. 1050 Minuten. Tristan the Noob, ja. Etwa 8 Stunden Spielzeit. Das verkraftet ihr. Ne, das habe ich vollständig verrechnet. Es sind über 12 Stunden Spielzeit. Naja, rechnet's aus, sagt's mir da nicht. Bin in Mathe wohl doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ich sollte das nicht probieren. Und wieder ein Schleim, die gesamte Schleimwelt hier. Wo ist er eigentlich? Ich meine, ach, ist ja auch völlig egal. Er will aus dem weißen Bildschirm raus. Der Einzige, der ihn begleitet, ist sein Schatten da unten. Und ich weiß noch nicht, wie weit ich hier sprechen werde, aber das, wie gesagt, soll mein Beweis sein, dass LPs sowas von nichts für mich sind, weil alle wahrscheinlich etwa nach 30 Sekunden abgeschalten haben. Aber gut, wenn er Level 3 erreicht, ende ich das heute. Dann folgen nur noch 69 Parts. 18 Gold hat er mittlerweile. Was soll man hier nur erzählen? Oh, morgen kaufe ich mir ein Schwert, verdammt. Und wehe, ich treffe keine Schleimer oder natürlich irgendwas anderes. Und wehe, es ist kein Feuerschwert. Und alles, was ich berühre, geht in Flammen auf. Wehe, wehe. Was wird jetzt wohl passieren? Er hat schon lange nichts mehr getroffen. Schafft es zum Ziel? Nein, wieder ein Schleim, verdammt. Aber die sind hartnäckig. Drei Schläge. Vielleicht erwischen wir irgendwann mal einen, der 4 Schläge aushält. Das wäre ja unfassbar. Wow. Ja, ich bin sprachlos. Immer noch Gänsehaut von dem Level-Up von vorhin. Und oh, er hat's bald wieder geschafft. Er sammelt Erfahrungspunkte. Sie werden hier angezeigt, aber ich weiß, dass er sie sammelt. Eine Minute noch. Und wieder ein Schleim. Ja, gib mir Erfahrungspunkte. Vielleicht kommen irgendwann mal Sprüche, ich glaube es nicht. Soweit habe ich nie gespielt. Aber man weiß es nicht. Spielt dieses Spiel, wenn irgendjemand von euch Level 80 hat, macht ein LP bis Level 80 und zeigt mir, dass es Magiesprüche gibt oder was man mit dem Gold kaufen kann. Wow, 30 Sekunden noch bis zu Level 3. Bin mir nicht sicher, ob ich euch das wirklich zeigen soll. Ich meine, ich will ja, dass ihr das Spiel selber spielt.
um diese Erfahrung selber zu machen, ist es unglaublich das beste Flash-Game aller Zeiten. Was habe ich bisher andere reviewed? Ich hätte schon längst das hier reviewen sollen, aber erlebt diese Erfahrung zeitgleich mit mir, wobei, wenn ich es uploade, ist es ja später. Ich wünsche euch viel Spaß. Das zeige ich euch nicht mit das Level 3. Mit freundlichen Grüßen, Katharsis.